Hallo, willkommen zu einem neuen spontanen Ausflug heute. Heute möchte ich den alten St. Matthäus-Kirchhof in Berlin besuchen. Unter anderem liegen auf dem Friedhof auch die Gebrüder Grimm und Graziano Rocchigiani beerdigt. Tabea Blumenschein, geboren 11. August 1952 in Konstanz, gestorben 2. März 2020 in Berlin, war eine deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Autorin. Margarete Schnell, Theresia Panko. Melek Theresia Panko. Wenn alles eben käme, wie du es gewollt hast. Friedrich Wilhelm Graf von der Recke von Olmerstein. Emma Gräfin von der Recke von Molderstein. Gestorben 21. Juli 1915. Wilhelm Weise. Hertha Renitz. Ernst Curtius, Clara Curtius, Jan Grabland, Berlin, Ferdinand Schmidt, lieber Vogel, fliege weiter, nimm den Gruß mit und den Kuss, und ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. Was frage ich nach der Welt? Die Auferstehung und das Leben, wer nicht glaubt, wird leben, ob er gleich stürme. Chemionik von Hagens. Elmar Meinke. Matthias Leonard Schleicher. Es hat sich wahrscheinlich etwas aufgelöst. Andreas Meyer-Hano, Ordenshinden wurscht, aber haben will ich sie. 40-jährige Mitgliedschaft. Dr. Andreas Meyer-Hano. Hier sind wir bei den Gebrüdern Grimm. 1828, 1830, 1786 Wilhelm Grimm, Jakob Grimm 1785. Wilhelm Grimm zuerst gestorben, dann Jakob Grimm, dann Rudolf Grimm und dann Hermann Grimm, Henriette Dorothea, Auguste Grimm.
Erbegräbnis der Familie von Hansemann erbaut. 1876 von Friedrich Hitzig erweitert, 1910 durch Walter Ende restauriert, 1986 durch die Deutsche Bank AG. Kulturhistorisches Baudenkmal nach alten Plänen im Rahmen des Denkmalschutzes restauriert in den Jahren 1978 und 1979. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Gott, auf den ich baue. Ernst Freiherr von Troschke, Major. Eilhard Mitscherlich. 1794 bis 1863, Professor, Dr. Chemiker, Entdecker der Isomorphie und Polymorphie der Stoffe Benzol und Xylen. Grabstein. Hier gibt es noch so viel zu sehen, deswegen beende ich erstmal mein Video für heute. Im nächsten Teil seht ihr dann auch das Grab von Graziano Rocchigiani, der hier auch auf diesem Friedhof beerdigt liegt. Ein Frosch und ein Totenkopf. Wer dieses Rätsel lösen kann. Eine Kröte und ein Totenkopf. Fällt mir wieder eine Geistergeschichte ein. Was dann soll ich Armer sagen, welchen Schutzherrn mir erfragen, wenn Gerechte selbst verzagen, halfst du Räuber, du zum Leben, hast der Sünderin vergeben, lass mich hoffen, stehen daneben. Da gibt es jedenfalls eine Geistergeschichte.